Moin Leute, was geht ab zu einem Video auf diesem Kanal und heute reden wir über The Batman von der DC Fandom, also die Trailer und was von den ganzen Filmen und so weiter auch hoffe und Also erstmal fangen wir an mit dem, also wie ich Robert Pattinson als Batman sehe oder hoffe, was wie er ist, würde ich sagen, also ich bin echt nicht enttäuscht so. Es ist gutes Casting, auch die Trailer passen von dem, was wir gesehen haben, finde ich sehr gut, was sie, wie er Batman spielt und darstellt. Das Einzige, was mir im Deutschen ein bisschen nicht so gefällt, ist die Synchronstimme. Aber sonst gefällt mir eigentlich Robert Pattinson als Batman richtig gut, muss ich mal so sagen. Als nächstes würde ich sagen, kommen wir zu den Schurken des Films. Das müssten einmal der Riddler, der Pinguin und Catwoman sein. Obwohl Catwoman würde ich jetzt nicht wirklich dazu zählen, aber auch irgendwie doch dazu zählen. Aber ja. Also den Riddler als Hauptschurken reinzumachen, finde ich, ist eine perfekte Wahl, weil ich meine, der Riddler ist mein Lieblingsschurke im DC-Universum oder alle generell, wenn man alle Schurken so zusammenzählt, ist mein Lieblingsschurke generell und Paul Dano als Casting für den Riddler ist auch ganz nice, wie ich finde und ja. Und mir gefällt es auch, dass es so aufgebaut ist wie der Zodiac Killer, da ich auch den Film von Zodiac Killer gemocht habe, finde ich das sehr nice. Und jetzt kommen wir zum Pinguin. Den Pinguin finde ich auch mega geil als Schurken, auch wenn er wahrscheinlich nur einen kleinen Auftritt hat im Film. Freue ich mich doch sehr, auch in den Trailern, wie er sich verhalten hat, wie sein, die Synchronstimme im Deutschen ist ganz okay. Und auf die Verfolgungsszene freue ich mich sehr, wie man im ersten und im zweiten Trailer auch gesehen hat, gefällt mir das sehr. Catwoman von so Catwoman wird mir auch, glaube ich, gefallen. Da weiß halt immer noch nicht, was ich von Casting halten soll, obwohl es eigentlich passt. Aber muss man sich halt überraschen lassen. Und ja, jetzt kommen, da wollte ich noch kurz Alfred erwähnen. Andy Serkis als Casting von Alfred. Muss mich immer noch dran gewöhnen, aber passt eigentlich. Meines Wissens habe ich der jüngste Alfred, weiß gerade aber gar nicht. Auch Commissioner Gordon oder Leute, ich glaube, keine Ahnung. Aber ja, das Casting ist nice von Commissioner Gordon. Hoffentlich bekommt er viel Screentime. Jetzt wollte ich die Trailer ansprechen. Der Trailer hat mir sehr gut gefallen. Der zweite mehr als der erste. Sehr mysteriös. Wir wissen halt nicht, man kann eigentlich nichts über den Plot richtig sagen. So. Kaum was. Aber ich glaube, der Film wird einfach gut. Ja, dann wollte ich noch über das Design des Batmobils reden, was mega nice aussieht, finde ich. Sieht halt im Anfang, also es ist halt so ein typisches Anfangs-Batmobil. Ich würde nicht sagen, dass es too much für den Anfang ist, aber ja.
Ich erwarte von dem Film eigentlich jetzt nichts. Also ich erwarte zum Beispiel nicht, dass er besser wird als Dark Knight, auch wenn ich es hoffe, weil. Also ich erwarte es nicht, aber ich. Ich erwarte es, aber. Ach egal, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, wenn ihr das Video seht. Ja, und wie gesagt, ich vertraue Matt Reeves einfach bei dem Film, dass er gut wird. Und die Trailer sehen gut aus. Und ja, ich wollte noch über die dann noch den Punkt ansprechen, Zukunft von The Batman. Meines Wissens, also ich habe das gehört von dem lieben Movie King, wird es einen zweiten Teil geben. Aber ich noch erwarten, zum Beispiel, was ich erwarte, zum Beispiel als Schurken, zum Beispiel ein Dave Bautista als Bane würde mir sehr gefallen. Oder auch wieder ein Scarecrow. Das wäre ziemlich cool, wenn sie den reinbringen würden. Scarecrow und den Joker würde ich mir dann für einen möglichen dritten Teil aufheben, wenn einer kommt. Würde ich ihn mir für den letzten Teil aufheben. Und auch ein Two-Face. Und ein Killer Croc wäre nice und auch eventuell ein Hush würde mir auch gefallen. Ja. So, was kann man noch ansprechen? Ich wollte noch jetzt hier noch den Kampf zu Ende bringen. Gerade wenn wir zum Thema reden, Poison Ivy wäre auch ganz geil. Und zum Schluss, jetzt würde ich sagen, so einer meiner Favoriten von Schurken, den ich mir wünschen würde, wäre Mr. Freeze, ein guter Mr. Freeze, nicht What Killed the Dinosaurs, The Ice Age. Halt ein cooler Mr. Freeze würde ich sehr cool finden. Und ja, ich kann ja schon mal das nächste Video so mäßig ankündigen und das wird das Flash-Video sein, also von The Fandom, The Flash, S.W. Miller und so weiter. Das wird als nächstes kommen, wann noch, weiß ich noch nicht, aber ja. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Danke, dass ihr zugeschaut habt und ja, ciao.